Am Rande einer Konferenz hier in Wien habe ich die Möglichkeit, wieder einmal mit Frau Hedwig von Beverförde, Demo für alle, zu sprechen, demofüralle.de, Deutschland. Bei uns in Österreich ist es so gar nicht recht angekommen. Es gibt jetzt eine Ampelkoalition in Deutschland, aber was die vorhat, darüber wissen wir eigentlich sehr wenig. Also was unsere Themen anbelangt, Ehe, Familie, Kinder, ist ganz besonders gravierend, dass diese Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP vorhat, zum Beispiel das gesamte Abstammungsrecht quasi zu revolutionieren. Das heißt, sie möchten also Dinge einführen wie sogenannte Mitmutterschaft oder auch Co-Mutterschaft, was bedeuten würde, dass zum Beispiel ein Kind, was in eine Ehe für alle von zwei Frauen geboren würde, die ja jetzt seit einigen Jahren bei uns auch, wie gesagt, eine Ehe eingehen können, eine sogenannte, dass ein solches Kind automatisch beide Frauen in dieser Verbindung als Mütter, rechtliche Mütter eingetragen bekäme. Der Vater würde dann sozusagen eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielen, den es natürlich biologischerweise auch irgendwo gibt. Dann gibt es natürlich das Umgekehrte, zwei Väter, eine homosexuelle männliche Beziehung mit Kinderadoption, Zeugung in vitro. Was kommt da auf uns zu? Also es kann alles auf uns zukommen. Da werden jetzt, auch da sind jetzt keine roten Linien mehr vorhanden, da kann man von ausgehen. Es sind ja schon allerlei Hürden in der Vergangenheit gefallen, aber das wird sich jetzt, es wird jetzt alles, Polen ist offen sozusagen. Also das Nächste, was dann auch noch dazukommen wird, ist neben dieser sogenannten Mitmutterschaft, was ich gerade gesagt habe, ist zum Beispiel die Mehrelternschaft. Also das, damit soll jetzt soziale Eltern sollen jetzt bis zu 4 Elternteilen für ein Kind quasi rechtlich als Elternteile möglich sein. Jetzt frage ich ganz provokant, ist das von den Mormonen oder von den Islamisten eingefordert worden? Möglicherweise im Hintergrund, das weiß ich nicht, ob da irgendwelche Gespräche waren, aber... Ja, das Thema viel Ehe ist ja dann automatisch auf dem Tisch. Es ist alles auf dem Tisch. Also letztendlich kann man wirklich sagen, dass mit diesen Plänen, und die sind in Koalitionsvertrag mehr oder weniger fest vereinbart, dass damit quasi die Familie... Die wirkliche Familie, die einfach biologisch allein schon gesehen besteht, aus einem Vater, einer Mutter und einem bzw. deren Kindern, dass das einfach komplett zerstört wird. Ja? Das wird vollkommen aufgebrochen. Und dann ist wirklich alles möglich an Kombinationen. Also unter anderem müssen wir uns auch darauf einstellen, und das steht im Grunde auch schon fest, dass dann eben auch die Eizellspende und die Leihmutterschaft legalisiert werden wird, was ja bisher noch verboten ist in Deutschland. Also es wird dann Konstruktionen geben. Wir können jetzt anfangen, da irgendwelche Konstruktionen uns auszudenken, die dann alle möglich werden, von Frauen und Männern und noch ein Mann und noch einer Frau und ich weiß nicht was, wo auf jeden Fall diese Möglichkeiten dann quasi implizit zwingend werden. Ja, dann wird es Leihmutterschaft de facto geben und die wird dann eben auch rechtlich anerkannt werden. Und das hat übrigens auch diese Koalition ganz ausdrücklich schon vor. Na gut, mal kurz zum Thema Leihmutterschaft. Da ist eine Leihmutter, ist die nur geliehen oder ist die im Prinzip eine Sklavin? Ich sage es jetzt ganz überzogen, weil das sind ja teilweise unglaubliche Bedingungen, unter denen Kinder dann großgezogen werden. Ja, also eine Leihmutterschaft vermietet quasi ja ihren Bauch, ihren Uterus, um also ein fremdes Kind auszutragen. Nach deutschem Recht ist es ja nach wie vor so, dass die Frau, die ein Kind gebärt, das ist die rechtliche Mutter. Und bei der Leihmutterschaft, deswegen ist das auch in Deutschland natürlich auch verboten, weil es auch ein unmenschliches und menschenunwürdige Sache einfach ist, ist es dann eben so, dass die Mutter, also die Frau, die das Kind eingepflanzt und bekommt und dann gebärt, nicht die biologische Mutter ist im Allgemeinen. Also es werden ihr meistens eine fremde Eizelle, ein fremder befruchteter Embryo eingepflanzt. Oder ja, und damit hat das Kind am Ende also eine austragende Mutter und eine biologische Mutter, von der
der es genetisch abstammt, und dann noch einen biologischen Vater, der aber wiederum mit der austragenden Mutter gar keine Beziehung hat. Das Ganze ist letztendlich nichts anderes als Kinderhandel. Ja? Da werden Kinder im Grunde zur Ware, die man im Grunde kauft. Wer steht dann alles in der Geburtsurkunde nach heutigem Recht und nach zukünftigem Recht? Nach heutigem Recht, also da, wie gesagt, nach deutschem Recht zum Beispiel, ist das ja gar nicht erlaubt. Ja? Da ist das nicht erlaubt. Also wenn das geschieht ja trotzdem im Ausland. Wir haben damals gehört, auch wie die Corona-Krise begann, dass viele Mütter ihre Kinder von den Leihmüttern gar nicht abholen konnten, weil dort Einreiseverbot war. Es hat sich da schrecklich abgespielt. Also da ist offenbar ja ein grenzüberschreitender Kinderhandel schon heute gang und gäbe. Richtig. Und es ist auch für diese Frauen, die jetzt diese Kinder austragen, das passiert ja auch unter auch letztendlich menschenunwürdigen Bedingungen. Die dürfen nur bestimmtes Essen essen zum Beispiel. Die werden also ständig medizinisch total überwacht. Wenn da irgendetwas nicht klappt, dann wird das letztendlich auch beendet wieder, diese Schwangerschaft, das abgetrieben. Also das Ganze ist von Anfang bis Ende ist das ein wirklich menschenunwürdiges Prozedere, was damit verbunden ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass das erhalten bleibt, diese Ächtung letztendlich auch. Also es müsste eine Ächtung eigentlich geben, also es muss das Verbot auf jeden Fall aufrechterhalten werden. Aber dem sehen wir in Deutschland also jetzt klar entgegen, dass das fallen wird, wenn nicht noch ein Wunder passiert, ja. Da scheint es ja keinen politischen Willen zu geben, schon gar nicht eine Mehrheit. Unter der letzten großen Koalition noch, wir hatten damals auch ein Interview darüber geführt, war das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz. Das ist damals verhindert worden. Was unter den Kinderrechten zu verstehen gewesen wäre, ist jetzt nur mal noch eine wichtige Frage. Letztlich ist ja die Frage, wer hat das Recht, über unsere Kinder zu bestimmen? Sind das die biologischen Eltern? Und wenn ja, welche Abstammungseltern? Und wie weit kann der Staat sich einmischen? Wir sehen überhaupt eine immer stärkere Involvement des Staates im Leben der Kinder. Von Olaf Scholz ist ja das berühmte Zitat überliefert, wir müssen die Lufthoheit über Kinderbetten wiedergewinnen. Ist der Kanzler jetzt dabei, das zu tun? Also dieses Ziel hat er garantiert nach wie vor sehr klar vor und hat da ja genügend Verbündete, die ihn da unterstützen. Wie gesagt, die Grünen vorneweg, aber auch die FDP, die ja diesen Dingen auch durchaus sehr offen gegenübersteht und das unterstützt. Ja, in der Tat, wir haben immer stärker diese Tendenz, dass der Staat quasi das natürliche Recht der Eltern, die im Normalfall nach wie vor natürlich die biologischen Eltern auch sind, an sich zieht, über ihre Kinder zu bestimmen. Also es ist ja dem Menschen quasi naturrechtlich schon immanent, dass er selbst das Recht hat, sein eigenes Blut, seine eigenen Kinder und auch die Pflicht hat vor allem, nicht nur zu gebären und zu zeugen und zu gebären, sondern eben auch aufzuziehen, zu pflegen und zu erziehen. Das ist schon von Gott gegeben, unsere Pflicht und unser Recht als Eltern. Und dieses natürliche Elternrecht, was eben auch im Grundgesetz Artikel 6 ganz klar garantiert ist in Deutschland, wird eben immer stärker unterhöhlt und im Grunde negiert auch seitens der staatlichen Stellen und werden immer weitere Möglichkeiten geschaffen, dieses Elternrecht letztendlich vom Staat zu übernehmen und die Eltern letztendlich ihr Recht wegzunehmen. Einige Punkte haben wir jetzt schon genannt. Was steht denn sonst noch im Koalitionsvertrag, was es die Familie betrifft oder was gewisse ideologische Vorhaben vielleicht sind in der jetzigen Legislaturperiode? Also was die Koalition auch vorhat, ist ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz zu verabschieden. Klingt doch gut. Das klingt super. Dahinter verbirgt sich die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes, was in Deutschland bis jetzt noch gilt, und man hat das schon in der letzten Legislaturperiode schon alles vorgedacht, natürlich, das ist jetzt alles nicht ganz, ganz neu. Da ist es uns als Demo für alle übrigens gelungen, zusammen mit Birgit Kelle und einigen anderen schon im Kern oder im Keim diesen Versuch, dieses Gesetz neu zu fassen, zu ersticken. Aber jetzt haben wir natürlich die volle Kraft des neuen Parlaments, der Zusammensetzung, die das durchsetzen werden. Was verbirgt sich dahinter? Selbstbestimmungsgesetz bedeutet, oder zumindest nach dem bisherigen Entwurf der Grünen, den es schon aus der alten Legislatur schon gibt,
möchte man erreichen oder soll dann möglich sein, dass jeder Mensch ab 14 Jahren, also auch Minderjährige ab 14 Jahren bereits, durch einen reinen Sprechakt, also sprich durch eine freie Entscheidung, ganz unabhängig von ihrem körperlichen Merkmal, ihr eigenes Geschlecht verändern können, also ihren Geschlechtseintrag verändern können. Das heißt, ein Junge, der sich jetzt, der das Gefühl hat, er möchte, fühlt sich in seinem Körper nicht wohl oder was auch immer, er möchte jetzt ab heute ein Mädchen sein, der kann dann ganz offiziell seinen Geschlechtseintrag von männlich auf weiblich ändern lassen. Und dazu soll es dann keinerlei Vorbedingungen mehr geben. Bisher ist es so, dass man psychologische Gutachten braucht. Man braucht auch das Einverständnis der Eltern. Es gibt eine längere Prüfungsphase und so weiter muss passieren. Das alles soll entfallen und es soll, sprich, eine schlichte Selbstbestimmung-Akt geben, der dann ermöglicht, dass man seinen Geschlechtsantrag einfach ändert. Und das setzt jetzt nicht voraus, dass auch eine Geschlechtsumwandlung im chirurgischen Sinn stattgefunden hat? Nein, es setzt nichts dergleichen voraus. Aber das kann man natürlich auch außerdem noch vornehmen, wenn man das möchte. Und auch da fallen dann letztendlich Hürden. Denn, wie gesagt, das ist ja bisher an deutliche Voraussetzungen geknüpft. Auch an Hürden eben, sodass eben nicht schon junge Leute so einfach da unveränderliche quasi Entscheidungen für ihr ganzes Leben treffen. Aber genau das soll erleichtert werden. Ab 14 Jahre kann dann auch jeder Jugendliche, jedes Kind, Jugendliche dann schon entscheiden, dass er auch operative und sonstige geschlechtsverändernde Maßnahmen sich unterzieht. Und ab 14 haben Eltern dann gar keine Möglichkeit mehr dagegen, etwas zu tun. Schlimmstenfalls entscheidet dann das Familiengericht anstelle der Eltern, wenn Eltern sich dagegen stellen. Ja? Also die Eltern werden da mehr oder weniger komplett entrechtet. Das heißt, der Staat weiß es besser, der Staat ergreift die Initiative, vor allem der Staat scheint ja zu fördern solche Dinge. An sich steht dahinter ja wohl der Gedanke, dass es gut ist, den Menschen diese Freiheit zu geben, die Fluidität der Geschlechter zu fördern, damit auch vielleicht auch Diversität positiv zu bringen. Was wären da für Argumente dafür ins Feld geführt? Naja, zunächst steht ja mal dahinter eine Ideologie, nämlich die, dass es eben zwei Geschlechter gar nicht gibt, sondern dass es im Grunde Geschlecht gar nicht gibt, sondern dass Geschlecht ein letztendlich soziales Konstrukt ist, was man eben auch dekonstruieren könne und dann neu konstruieren könne. Also diese ganze Gender-Theorie steht im Grunde ja dahinter und das ist jetzt eine neue Stufe, diese Möglichkeit, sein Geschlecht mal eben zu ändern zu lassen oder seinen Eintrag ändern zu lassen. Ja, das Ganze ist eine Ideologie. Es ist eine Ideologie und sie wird tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, vom Staat letztendlich gefördert. Also nicht nur indem Hürden weggenommen werden, sondern auch indem, sagen wir mal, diese ganze Propaganda in allen Bereichen hineinkommt und Kinder davon in keinster Weise irgendwie geschützt werden. Es geht ja zum Beispiel auch so weit, dass auch im therapeutischen Bereich jetzt sogenannte Konversionstherapien, wie man das nannte, also wenn ein Mensch sein Geschlecht sich nicht wohlfühlt, sein Geschlecht ändern möchte oder wieder zurück, dass diese Art Begleitung durch einen Psychotherapeuten oder etwas jetzt ganz stark reglementiert wird. Das darf alles gar nicht mehr anerkannt werden als eine Störung, sondern solche Therapien werden dann regelrecht verboten. Das heißt, die Therapie des Rückkehrs in das vorherige Geschlecht, der Geschlechtsumwandlung an sich oder das Transitioning dagegen nicht. Das heißt, das ist sozusagen eine vordefinierte Einbahnstraße. Genau so ist es. Und ich meine, man muss eins bedenken, wenn jetzt gerade auch bei jungen Menschen, wenn die also jetzt noch bevor sie vielleicht operiert werden, Pubertätsblocker bekommen, das passiert ja schon permanent, und dann gegengeschlechtliche Hormone, was das sind alles
extreme, starke chemische Eingriffe in die gesamte Entwicklung. Da werden bereits ja, unveränderliche Fakten geschaffen, die auch später, selbst wenn man später die Entscheidung trifft, das war doch alles ein Irrtum, ich möchte zurück in mein eigentliches, ursprüngliches, echtes, biologisches Geschlecht, sind da bereits so viele Weichen gestellt, das kann man dann oft nicht mehr 100% rückgängig machen. Also da werden, das hat unglaubliche Folgen. Und Beratung darf man schon gar nicht in Kauf nehmen. Jetzt gibt es inzwischen vereinzelte Fälle. Ich höre zum Beispiel von meiner Tochter, die ist Lehrerin, dass sie das erste Transgender-Kind quasi in einer ihrer Klassen hat. Gibt es Zahlen darüber, wie viele vor allem Jugendliche, pubertierende Jugendliche gehen jetzt schon diesen Weg? Also da kann ich Ihnen jetzt so aus dem Stegreif keine konkreten Zahlen nennen, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es einen riesengroßen Anstieg gegeben hat. Also es gibt einen relativen Anstieg, der ist gigantisch in den letzten Jahren, dass sich eben immer mehr Kinder, eben auch schon Kinder und Jugendliche, als Transgender bezeichnen. Und es fällt schon auf, also gerade bei Mädchen ist es ein großer Trend. Es fällt auf, dass das natürlich einhergeht mit diesem Trans-Hype, der eben im Internet kursiert, in den einschlägigen sozialen Netzwerken, die auch gerade von Kindern und Jugendlichen also besonders viel frequentiert werden, zum Beispiel TikTok und so weiter, da ist ein Riesenhype, den man dort also sehen kann und hören kann. Und das hat natürlich einen starken Einfluss auf die Kinder. Und wenn das dann quasi auch noch von Kindertagesstätten und Schulen, wenn da gar keine, sagen wir mal, auch eine vernünftige Gegensteuerung vorgenommen wird, sondern im Gegenteil, dass da auch noch gewissermaßen mitbefördert wird, dann ist es ja überhaupt kein Wunder, dass immer mehr Kinder und Jugendliche sich als Transgender outen, weil es ist halt ein Hype, man ist was Besonderes möglicherweise, beziehungsweise es ist ja auch eine Verunsicherung, die damit einhergeht. Also da hat die Freundin, ist jetzt plötzlich Transgender und ja, dann wird das natürlich ein interessantes Thema für alle anderen und die überlegen dann, es ist cool oder aber man ist vielleicht selber auch verunsichert, wie auch immer, plötzlich sind alle möglichen Transgender. Ja, vielleicht nochmal zurück zu Ihrem Kernthema. Demo für alle steht für gesunde Familien, gesunde Familienbeziehungen. Wie lebt man das heute, wo von allen Seiten diese ideologische Bevormundung kommt, teilweise auch Familienwerte zurückgedrängt werden? Ein Tipp an die Familien, die einfach Familien sein wollen. Also auf jeden Fall den Kontakt mit den Kindern ganz stark bewahren, also pflegen. Das ist, glaube ich, das A und O von Anfang an, also wo immer es möglich ist, würde ich empfehlen, gerade die ersten drei Lebensjahre sind sehr, sehr prägend und dass dort, wo es wie gesagt irgendwie möglich ist, Mütter versuchen sollten, bei ihren Kindern zu bleiben. Ich weiß, das geht oft nicht. In der heutigen Zeit sind die Weichen eben auch schon so lange so gestellt, dass oft Frauen auch schon mit kleinen Kindern in den berufstätig sein müssen, aber wo das irgendwie vermeidbar ist, sollte man dieses Opfer, was auch ein finanzielles Opfer sein kann, bringen, um diese Bindung der Kinder in den ersten Jahren, das ist unglaublich wichtig, und dann auch später versuchen, immer in Kontakt zu bleiben, also zu schauen, was ist in der Schule gewesen, was ist im Kindergarten, was ist da gewesen, damit man auch, sagen wir mal, Dinge, die die Kinder beschäftigen und die sie beeinflussen, dass man das auch rechtzeitig mitbekommt und dass man auch mit dem Kind im Gespräch so ganz normal Dinge auch gerade biegen kann, ja, oder sie ein bisschen wappnen kann für Einflüsse, die irgendwo kommen. Also das funktioniert nicht immer, ist auch eine Typfrage, nicht jedes Kind ist gleich, das weiß ich selbst, ich habe drei Kinder großgezogen und die sind nicht alle gleich und manche Kinder sind sehr offen, die erzählen alles und manche sind eher verschlossen, das ist unterschiedlich. Aber und schauen, das versuchen zu gucken, dass die Kinder mit guten, gleichgesinnten anderen Familien, Kindern und Eltern Kontakt haben, das stärkt unglaublich.
Dann danke ich recht herzlich auch im Namen unserer Zuschauer, Hedwig von Beverförde, Demo für alles. Sie finden alle Informationen darüber unter www.demofüralle.de. Es gibt dort auch einen Rundbrief, ich beziehe den selber, lese ihn sehr gerne. Da stehen immer sehr interessante Dinge drin, manches, was man gar nicht glauben möchte, was aber leider doch wahr ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unserer Zeit wirklich ein waches Auge haben auf alles das, was da einströmt, auf uns als Familien, auf unsere Kinder und auf die Gesellschaft als Ganzes. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Hoffmann. Wiederschauen.